Okay, mein Job hat viel mit synchroner Kommunikation zu tun. Und dazu braucht man andere Menschen und ein Format, von dem alle wissen, was es ist und wie es mal so grundsätzlich funktioniert. Kurz, wir brauchen Meetings. Ja, also ich habe Meetings und als Bewältigungsstrategie habe ich eine ganze Zeit lang viel aus wahnsinnigen Meetings mit dem Hashtag Meeting Wahnsinn getwittert und bin oft darauf angesprochen worden. Wie wir mieten, hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Zeit also für Meeting Wahnsinn Revisited. Hört mal alle euch in euch rein und macht eine kurze emotionale Assoziationskette zum Begriff Meeting. Wenn ich das mit Kunden oder im Freundeskreis mache, begegnen mir selten Begeisterungswellen, effizienter Abstimmung und fokussierter Entscheidungsfindung. Solche Darstellungen wie diese hier gibt es nämlich Dutzende. Die Wahrnehmung ist meistens, Meetings sind keine Arbeit, zumindest keine, die irgendwie wertschöpfend ist. Meetingzeit kostet offensichtlich viel, viel Geld und Meetings ist was anderes als Produktivität. Es ist auch nicht wirklich besser geworden in den letzten Jahren, obwohl es mal so aussah. 2014 hatten wir einen Tag Meetingzeit pro Woche. 2016 war es nur noch ein halber Tag. Die logische Ableitung, ab 2020 keine Meetings mehr, hat leider nicht ganz funktioniert. Es kam nämlich anders. Und zwar jetzt auch noch remote, hybrid und im Homeoffice. Ab 2020 hatten wir waren alle dabei, Pandemie und mussten arbeiten und kommunizieren gefühlt neu lernen. Wir haben uns in dem Zuge alle erst richtig in den Meeting-Wahnsinn reingesteigert. Meetings sind also irgendwie keine richtige Arbeit, nerven, kosten nur Geld. Aber warum mieten wir dann eigentlich? Gute Frage. Wir wollen Entscheidungen treffen, Probleme lösen oder einfach nur Wissen verteilen, also wenn es gut läuft. Das heißt ja, Information ist der geglückte Transformation, der geglückte Transfer von Wissen. Sorry, immer dann, toi, toi, toi. Eine Meetingstruktur ist nämlich Teil einer Organisationsstruktur oder ein Symptom von kaputten Projekten. Analog zu technischen Schulden gibt es auch organisationale Schulden. Beispiel, keiner weiß warum, aber das Meeting steht im Kalender, also machen wir es. Insbesondere größere Vorhaben brauchen viele Meetings. Zum Beispiel die digitale Transformation. In den meisten Unternehmen ist das ein großes, komplexes Vorhaben. Und da ist Fortschritt besonders wichtig. Aber es sind auch viele, viele Baustellen auf einmal. Ich bin oft ein Teil dieser größeren Vorhaben in meiner Rolle. Deswegen habe ich viele dieser Meetings. Den Hashtag Meeting-Wahnsinn, den ich da so erlebt habe, habe ich eine Zeit lang wirklich konsequent, aber immer anonym, um Kunden zu schützen, getwittert. Was ihr hier lest, und das nur ein kleiner Ausschnitt, wurde alles eins zu eins so gesagt und erklärt vielleicht den Wahnsinn im Meeting-Wahnsinn. Ja, yeah, well, this meeting could have been an email. Ihr kennt das, aber echt, was wir eben gelesen haben, das hätten wir doch so nie geschrieben im Chat oder in der E-Mail. Schreiben, überlegen und strukturieren wir viel mehr, was wir sagen wollen. Aber wir machen Meetings, weil, wie wir hier sehen, wir wollen unmittelbare Response und synchrones Denken. Und wir machen Meetings, weil wir Kommunikation mit maximaler Bandbreite haben wollen. Ich spreche hier gerne von kollaborativer Bandbreite. Auch hier gilt, je höher die Bandbreite, umso mehr Daten gehen durch und umso wahrscheinlicher ist es, dass Informationsübertragung erfolgreich ist. In Real-Life-Meetings haben wir die maximale Bandbreite zwischenmenschlicher Kommunikation mit allen Sinnen, also die meisten Daten. Mit Hyperscanning zum Beispiel kann man zeigen, technologisch unterstützte Kommunikation schwächt die Synchronität zwischen Gehirnen ab. Und das sieht dann so aus. Hyperscanning misst die Hirnaktivität von mehreren Menschen gleichzeitig, die miteinander interagieren. Das Ausmaß von so einer neuronalen Kopplung ist face-to-face deutlich, deutlich höher, also 1 zu 9, als per Video. Und damit auch die Qualität der Beziehung, der Erfolg von Zusammenarbeit oder von Lernen. Und wir wissen, Bandbreite, auch kollaborative Bandbreite, ist teuer. Wir müssen uns eine Hose anziehen, wir müssen raus in die Welt, Getränke hinstellen und dann geht's los. Weil wir aber nur so maximale kollaborative Bandbreite hinbekommen, muss es eigentlich Angelegenheit des Managements sein, Meetings zu verbessern. Wenn das Management das Manager-Magazin liest, sieht die Lösung leider oft so aus.
auch lustige virtuelle Hintergründe in Online-Meetings lenken nur kurz davon ab, dass wir keine Agenda haben, niemand dokumentiert und dass wir feststellen, dass wir gerade gar nichts entscheiden können. Seit der Pandemie haben viele Menschen ihre Prioritäten neu sortiert. Das New Normal erleben wir auch in einem neuen Meeting-Wahnsinn. Wir haben alle die sogenannte Zoom-Fatigue erlebt und haben irgendwie kaum noch Zeit zum Arbeiten, oder? Also alles auf Anfang und zurück zum New Normal? Naja, nicht ganz. Die Forschung hat zum Beispiel herausgefunden, es gibt neue Meeting-Hierarchien. Stichwort kollaborative Bandbreite. Das heißt, wir entscheiden zum Beispiel viel, viel bewusster, mit wem wir Zeit in Präsenz verbringen. Aber Moment mal, sind Meetings jetzt doch Arbeit? Unsere ganze Arbeit besteht doch manchmal nur aus Meetings. Wie entsteht denn da Wertschöpfung und wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich damit verbraten? Wir kommen also zu dem Schluss. Irgendwie müssen wir das alles ja aufräumen. Diese ganzen Meetings halten uns doch nur vom Arbeiten ab. Dazu schlage ich vor, wir gründen am besten eine Taskforce. Und die trifft sich jeden zweiten Dienstag um 12. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt mir gerne in diesem Sinne Happy Meeting.